Gott sei mit dir. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nix ein wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Wie kommen die Rateier mit den Flüchtlingen aus? Pah, reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Viel Gesundheit. Gott sei mit dir. Wie ist das Leben in Rathai? Hier lebt sich's gut. Wäre aber besser, wenn diese elenden Flüchtlinge nicht wären. Tag. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Und das ist noch nicht alles. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, denn es ist der Henker, der Hilfe braucht. Jedenfalls habe ich es so gehört.
Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber je mehr sie ihn meiden, desto mehr schwätzen sie auch über ihn. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Mir fällt niemand ein. Guten Tag. Himmel, pass auf! Gibt es ein Problem? Hey! Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Rathai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist's friedlich hier. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Scarlets ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich habe Fürchterliches gehört.
Guten Tag. Gott sei mit dir. Wie ist das Leben in Rathai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist es friedlich hier. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Mir fällt niemand ein. Guten Tag. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr.
Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Wie ist das Leben in Ratai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Gott behüte dich. Guten Tag, wie kann ich helfen? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee, aber diese Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. Was brauchst du? Ich brauche ein paar Sachen. Das wäre alles. Hier, dein Wechselgeld. Wende dich auch in Zukunft gern an mich. Zerstört wurde, war ich eine von euch. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Guten Leute, lasst ein armes Weib nicht sterben. Habt Mitleid, einen armen Deine Brut hat mir alles genommen. Guten Tag. Brot, frisches Brot, leckeres Brot, Semmeln und Brezel. Gott sei mit dir.